Hallo, meine Freunde, willkommen zurück. Was ist denn hier los? Hast du nicht mal alle Latten am Zaun oder was? Da stehst du hier ahnungslos, da kommt doch so ein Wolf gesprungen. Alter. Und welchen ein paar Knochen? Naja, gut. Rucksack voll. Ja, freilich. Ich kann ja noch nicht leer machen. Ich muss ihn erstmal leer machen. So, da schauen wir doch gleich mal, was ich hier alles dabei habe. Hier habe ich eigentlich auch noch einen Haufen Spittel drin, was ich überhaupt nicht. Wisst ihr was? Wir setzen uns jetzt erstmal eine Kiste hierher. Was können wir denn hier noch schmeißen? Hier die Elixiere können wir hier noch schmeißen. Da stecken wir den Braten hier hoch und die Kiste hierher. Ich muss langsam hier anbauen, damit ich hier weiter Kisten herstellen kann. Da suchen wir uns mal einen Bauhammer. Irgendwo haben wir ihn. So, nachdem wir in der letzten Folge, nun hier ist er doch. Was schmeißen wir da raus? Die Dittriche schmeißen wir mal raus und nehmen den Bauhammer hier runter. Da brauchen wir auch Baumaterial. Was ist denn das für ein Ding? Provisorische Sense. Alles klar. Nachdem wir in der letzten Folge nur unerwarteterweise den Alchemisten gefunden haben, werden wir uns in der heutigen und kommenden Folge auf den Weg machen und die Bäuerin suchen. Wenn wir nachher die Bäuerin haben, werden wir uns erst einmal ausschließlich um unsere Base kümmern. Denn dann können wir wohl Landwirtschaft betreiben. Erweitert haben wir ja den Bau schon. Erweitert haben wir ja schon. Wir können 80x80 bauen. So. Also ich wollte hier erstmal eine Wand hersetzen. Wo habe ich jetzt den Bauhammer? Auf der 6. Nee, dann wollten wir die 2 nehmen. Und zwar setzen wir... Was ist denn jetzt? So, ist das so richtig? Nee, jetzt ist es richtig. Die setzen wir mal hier hin. Und klein noch eine daneben. Moment. Und dann wollten wir das ja hier im Quadrat bauen. Wie war das jetzt mit Drehen? Ja. Ist jetzt die, kann ich den jetzt hier herbauen? Ja, oder? Ich muss erst ein Stück zurückgehen hier. Da will ich sehen, genau. Zack. Nee, so auch nicht. Hier wollte ich es eigentlich hinsetzen, aber keine halbe Wand, sondern eine ganze Wand. Das will heute irgendwie nicht so richtig hoch. Ist das da hinten das Raster? Nee, oder? Das ist 1, das ist 2. Jetzt ist es richtig. Gut. Und da stellen wir hier gleich noch eine daneben. Geht am besten von der anderen Seite, oder? Ich mich heute extra blöd an. Wir halten es ja nicht so richtig hin. Gut. Wir nehmen den Bauhammer wieder weg. Ausschalten. Und da stellen wir nämlich die nächste Kiste erstmal an diese Wand hier. Hier haben wir auf der 7. Verkehrt rum, oder? Jetzt ist er richtig rum. Ist es denn jetzt? Wird es dunkel oder was? Nee. Dahin. Und da räumen wir erstmal unseren Quatsch schnell.
das brauchen wir nicht hineinräumen. Was haben wir denn so Unerwartetes dabei? Den Zauberstab hier. Mana-Trank. Das muss ich wieder aufräumen. Wenn ich alleine bin, das mache ich wieder offline. Erstmal den Quatsch hier rein. Getrocknetes Fell 1. Schade. Wenn wir das nämlich haben. Deswegen brauchen wir Salz. Wir haben bloß 6-mal Salz. Die Henkersaxt, die tun wir auch erstmal weg. Den Ring. Ausdauerring. Den lasse ich erstmal hier. Die Platten schaffen wir nein. Die Nägel schaffen wir nein. Die Bomben, die nehme ich hier an Mann. Ach, kann bloß 20 tragen. Alles klar, dann räumen wir sie raus. Die Steckchen, da machen wir uns. Ne, die räumen wir auch mal weg. Das Holz. Da, da, da. Den Überlebenstrank hier rein. Das Salz erstmal weg. Die. Ja, das räume ich auch erstmal alles raus hier. Die Fackel wieder. Ne, die brauchen wir nicht. Wir haben eine dabei. Den Honig nehmen wir noch mit. Den schnabulieren wir irgendwann. Aber hier diese feine. Dieses feine Schwert. Die. Was ist das? Die heulende Klinge. Stufe 3. Schaden 14. Da macht unseres zwar mehr Schaden. Schnitt? Nee, unseres ist doch besser. Na, wir lassen es mal dabei. Wir lassen es mal dabei. Dann knisternden Zauberstab, den räumen wir raus. Das Knochenmehl. Wir wollen dann ja erst die alten. Das räumen wir alles erstmal raus. Wir wollen ja, das schaffe ich rein. Das räumen wir hier raus. Diesen Eis, was ist das? Ein Eiskern-Zauberstab. Da können wir mit denen was machen. Ich behalte ihn mal dabei. Mal sehen, ob wir mit denen kämpfen können. Oder brauchen wir da irgendwelche Munition dazu? Werden wir ausprobieren. So, das Zeug schaffen wir rein. Und dann machen wir uns mal auf den Weg. Wir reden dann, wir holen erstmal einen Alchemist. Da brauchen wir doch. Da brauchen wir doch. Hier drin oder hier drin, da könnte hier drin sein. Hier ist er, der Beschwörungsstab. Den packen wir mal hier rein. Die Fackel, die will ich hier behalten. So. Den haben wir jetzt auf der 5. Hallo, hallo, ja. Da beschwören wir jetzt mal unseren Alchemisten, dass der hierher kommt. Tap. Wo ist er? Baldassar, der Alchemist. Da ist er. Hey, ja, alles klar. Da bist du. Gut. Mit dem reden wir später. Also, tun wir erstmal den. Die Knochen. Alles klar, nehmen wir mit. Tun wir auch gleich wieder löschen. Brauchen wir nicht. So, den anderen Rest schaffen wir jetzt erstmal hier rein. Dann reden wir mit unserer Flamme. Und machen uns auf die Socken, dass wir uns die Bäuerin holen. Hier rein. Ja, nein. So, hier haben wir. Habe ich da eine extra Kiste dazu? Weiß ich nicht. Muss mal schauen. Hier habe ich Kohle drin. Das ist klar. Und was habe ich hier drin? Die Metallplatten. Den Beschwörungsstab tun wir wieder weg. So, da tun wir den Eisen, den Schrott erstmal hier. Ne, den. Brauchen wir den? Wir tun den erstmal hier rein. Wir könnten nämlich auch mal ein paar Stücken Schrott gebrauchen. Die tue ich nochmal bei den Oswald rein. Da kann der noch ein bisschen was machen. Da kann er noch 2 Platten machen. Ja, komm, mein Freund. Du kriegst jetzt nochmal 4-mal Schrott. Darfst du nochmal was arbeiten. So, das Holz. Das tun wir mal hier rüber. Was fehlt denn dem? Sand. Oh, kriegst du demnächst. Habe ich noch Sand? Weiß ich gar nicht. Könnte sein, dass wir hier noch. Die Ecke sieht auch trotzdem ein bisschen komisch aus, oder? Was ist denn das? Ach, das ist durch unsere Gebietsgrenze. Alles klar. Jetzt habe ich gedacht, der Baum steht in Flammen. Der steht genau an der Gebietsgrenze. Deswegen sieht das so eigenartig aus. Alles klar.
So, na, da schauen wir mal, was haben wir denn hier drin? Was habe ich jetzt gesucht? Sand, haben wir Sand. Sieht nicht so aus. Na, da müssen wir noch ein bisschen warten. Da haben wir auch keinen Sand und da hinten garantiert auch nicht. Hier hinten kann man auch keinen Sand drinnen. Nee. Hier haben wir nochmal Schrott, den haben wir mit. Haben wir überhaupt Sand? Was ist denn hier? Hier haben wir auch keinen. Da müssen wir dann auch mal wieder Sand abbauen und sowas. Ne, hier haben wir auch keinen Sand. Wie gesagt, halt. Hier habe ich aber was entdeckt. Hier haben wir das Harz. Gut. Die Fackel, den Eiskern, Zauberstab behalten wir dabei. Halt diesen Beschwörungsstab. Ne, der war nicht hier drin. Ne? Der war weiter hinten drin. Hier war der drin. Den räumen wir wieder raus. So, jetzt sprechen wir erstmal mit unserer Flamme. Ein weiterer Überlebender ist erwacht. Der Alchemist wird sich mit seinen Tränken und Heiltinkturen mehr als hilfreich erweisen. Alles klar. Das machen wir aber später. Jetzt versuchen wir erstmal die... Hey, ja, ja. Oh ja. Legt nicht immer so rum, Oswald. Der schreit hier immer rum, herrlich. Die anderen zwei sind ja noch sehr ruhig. Aber Oswald ist sehr stimmgewaltig. So, finde die Bäuerin. Da schauen wir doch mal in unser Tagebuch. Quest. Zusammen stärker. Auf der Karte anzeigen. Das ist hier. Wegpunkt setzen. So, jetzt haben wir einen Wegpunkt. Was ist das hier unten? Miasma-Wurzel, alles klar. Also, gehen wir wieder mal. Schauen wir mal, wie weit das ist. Wo sind wir? Was ist denn das? Obelisk der Erbauer. Also, wir sind hier unten. Ja, hier sind wir irgendwo. Gut. Wir haben doch irgendwo. Hier haben wir ein Dings gesetzt. Zu Hause Stufe 1. Das werden wir dann den. Ihr könnt doch von dort hier rüberlaufen, oder? Genau, werden wir auch machen. Schnellreise. Sind das vom Wegpunkt? Den wollte ich doch gar nicht. Wegpunkt löschen. Krypta der Erbauer. Da wollte ich als Wegpunkt setzen. Genau. Jetzt 710 Meter in diese Richtung. Da schauen wir doch mal. Nehmen wir diesen Punkt hier mit. Ne, den können wir uns später wieder abholen. Also. Oh, du solltest eigentlich richtig gut fliegen und nicht hier gleich abstürzen. Naja, gut, alles klar. Wir nehmen auf alle Fälle mal hier so Stöckchen. Und ein Schwert nehmen wir mal in der Hand. Wir versuchen mal diese heulende Klinge. Denn hier sind doch bestimmt wieder Wölfe drinnen versteckt hier. Na, hab ich's doch gewusst. Hörst du? Wo kommt ihr? Sind aber Siebener. Die machen schon ganz schön Schaden. Die Viecher.
Welchen Knochen? Wo ist der andere? Er liegt da unten. So, was habe ich denn zu essen halt? Was habe ich denn zu essen dabei? Wir brauchen auf alle Fälle eine Beere. Dann schnabulieren wir den Honig. Da findet man bestimmt unterwegs noch mal welchen. Und ein Stück gegrilltes Fleisch. So, alles klar. Was ist das da drüben? Das ist doch aber doch nicht die Bäuerin. Was ist denn das da drüben? Das Spiel lenkt uns wirklich richtig ab. Findest immer was Neues. Das hat mit der Bäuerin nichts zu tun, glaube ich nicht. Es wird aber immer kürzer, unser. Grabschleier-Katakomben. Mhm. Naja, da gucken wir uns doch mal die Katakomben an. Mal sehen, was wir... Da hinten ist ein Punkt, der ist aktiviert. Perfekt. So. So, dreht ein, Fremder. Dittrich, haben wir einen Dittrich dabei? Nee. Haben wir nicht dabei. Na, klasse. Haben wir Metallschrott dabei? Haben wir auch nicht dabei? Haben wir wieder... Na ja, gut. Da kommen wir später wieder. Da kommen wir später wieder. Ich würde sagen, da setzen wir uns hier unten einen weiteren... eine weitere Base oder eine Flamme hin. Jawohl. Wir brauchen 5 Steine, 3 haben wir schon. Mal sehen, ob es hier geht. Jetzt haben wir 3, jetzt haben wir 6 Steine. Da bauen wir uns, da können wir dann einfach mal hierher reisen, einen Flammenaltar hierher. Wie viel können wir überhaupt bauen? Ich glaube 4, hä? Das erfahren wir doch in unserem Charakter. Nee, im Tagebuch. Oh, nett. Wo war denn das nun wieder? Ja, 4 kann man bauen. Alles klar, da kann man jetzt noch 2, noch den und noch einen bauen. Dann nehmen wir mal die 5. Na bitte, es geht doch hier. Da setzen wir das Ding hier her. Und da sind wir dann bei den Katakomben. Da können wir die dann wieder demnächst besuchen. Perfekt. Gut, und wir machen uns weiter auf die Socken. Wir suchen unsere Bäuerin. Alles klar. Da müssen wir ja hier irgendwie... Hat er ein Schwert in der Hand? Ne, jetzt. Müssen wir hier irgendwie... ringsum, oder? Wie sieht's denn überhaupt aus mit dem Bett? Können wir uns noch ein Bett bauen? Das können wir doch einfach hier daneben bauen, oder? Schauen wir doch mal. Handwerk. Nee. Das Bett können wir, glaube ich, nur auf der Werkbank bauen. Und was brauchen wir für die Werkbank? Garn und Holzscheite. Na ja, gut. Alles klar. Den ganzen Quatsch nehmen wir mal mit hier. Aber wenn das einmal so dämmert, da ist es dann auch ratzfatz gleich dunkel. Aber wir können doch eins machen. Wenn das jetzt dunkel wird, da reisen wir erstmal wieder nach Hause. Da legen wir uns nämlich aufs Ohr und reisen nachher wieder hierher und dann geht's weiter. So, wir wollen wieder nach Hause. Das ist dieser nämlich hier, Stufe 2. Schnellreise.
So, da können wir uns nämlich jetzt hinlegen, können schlafen und gehen nächsten Tag ausgeruht auf die Suche nach der Bäuerin. So, alles klar. Hier herlegen, schlafen. Der Hahn schreit, komm mein Freund, hoch mit dir. So. Und da reisen wir jetzt. Hier hin. Da können wir den, glaube ich, dann mal weg. Wir reisen da hier hin. Reißen den ab. Denn die sind ja unmittelbar nebeneinander. Genau. Den werden wir wieder aufnehmen. So. Die Flamme können wir löschen. Flamme tilgen. Flamme tilgen. Müssen wir 26 Sekunden warten. Und dann können wir, glaube ich, haben wir den Altar wieder aufgenommen. Denn so viel brauchen wir nicht unterwegs. Immer so ein, zwei, mit denen wir dann reisen können, denke ich, das ist schon ganz gut. Weg ist er. Haben wir ihn auch wieder aufgenommen oder ist der jetzt ganz weg? Ich meine, es ist ja nicht so schwer, so ein Ding neu zu bauen. Ne, der ist weg, alles klar. Und jetzt machen wir Schnellreise hierhin. Genau. Wir hätten einen kleinen Dittrich mitnehmen sollen, aber wir wollen die Bäuerin finden. Wir wollen die Bäuerin finden. So, das wird aber, denke ich mir, nichts mit der Bäuerin zu tun haben. Wir gehen mal hier hinten rum. Unten krakeln sie schon wieder im Miasma rum. Die Kollegen. Also, wir gehen hier hoch. Ja, was ist jetzt? Da unten geht es auch ins Miasma. Da drüben, das müsste die Bäuerin sein, oder? Das sieht doch ganz danach aus. Nur noch 241 Meter. Halt, was ist hier? Das ist ein Loch. Nichts weiter. Was ist denn das? Ist das Kupfer oder was ist denn das hier, was hier liegt? Nee, das ist einfach nur Laub, denke ich mir. So. Was sind denn das für? Sind das Blumen? Die können wir mitnehmen, oder? Den Eisstab wollte ich eigentlich mal probieren. Schauen, ob ihr sich eher wieder rumtreibt hier. Nee.
Halt, habe ich den dabei? Ja, den tun wir mal wechseln. Dann nehmen wir mal. Der Hack, ich hätte sollen meine Werkzeuge ganz nochmal scharf, noch mal scharf machen, sagen, reparieren. Gut. Was sind denn das für Blumen? Flachs ist das, alles klar. Flachs. Und die dicken Bäume, das ist, glaube ich, die brauchen wir. Ich habe da sowas bei meiner Frau gesehen. Die spielt das nämlich auch irgendwie für Hartholz, dass wir Möbel bauen können. In späteren Zeitpunkt. So, na bitte, wir sind nur noch 90 Meter weg. Was ist denn das für eine Bauernhütte? Da gucken wir mal, nein. Hier gibt es auch wieder Honig. Haben wir eine Fackel dabei? Oh, die Wespen sind schon wieder unterwegs. Ich habe keine Fackel. Wieso habe ich keine Fackel dabei? Doch. Dann haben wir jetzt. Moment. 6. Damit haben wir nämlich die vertrieben. Mit der Fackel. Kannst du vertreiben. So. Haben wir zwar eigentlich einiges Zeug hier zerlegt, aber das macht ja nichts. Was hat denn der Kollege? Halt. Das ist meine Fackel. Die ist schon kaputt. Hm. Gut. Dann nehmen wir unser Schwert. Nichts weiter. Das hier ist nichts. Lindern. Doch. Knochen. Nee, gut. Naja, hier. Danke. Dann nochmal mit. Hallo. Jemand zu Hause? Ich glaube, ich nehme lieber. Alter, das ist nicht viel wert, das Schwert. Alte, die 4 will ich mal ausprobieren. Oh ja, da funktioniert. Alles klar. Mal gucken, ob hier was zu bekämpfen ist. Sieht nicht danach aus. Das nehmen wir mit. Gut. Ah, ein Haufen Spinnen. Ah, eklig. Flachs nehmen wir, Garn nehmen wir mit. Knochen. Naja, gut, die brauchen wir nicht unbedingt. Alte Bücher. Haben wir noch was? Ne. Was hat der Kollege? Der hat auch nichts. Das hier noch. Das nehmen wir noch mit. Das ist eine Truhe, die man öffnen, die man kaputt machen kann. Na gut. Pflanzenfasern, das nehmen wir auch noch mit. Wenn schon, wenn wir schon hier sind, dann nehmen wir alles mit. So, ich wechsle aber mal. Habe ich denn den Hack dabei noch? Ja. So. Die ist besser. Die bringt mehr Schwung mit. Ja, mehr gibt es hier aber hier oben nicht. Ja, gut. Ist halt eine Bauernhütte. Was ist das? Fetzen. Stofffetzen, ja, ja, ist alles klar. Aber die Bücher, die bauen wir ab. Für unseren Alchemisten. Wasser, Wasser. Oh, schaffen wir erstmal Ordnung. Wir machen hier erstmal Ordnung. So, das sollte hier unten ist nochmal. Jetzt zerlegen wir die Bank auch noch hier. Der Ordnung halber.
So, Alte, jetzt haben wir eigentlich genug Holzscheine dabei. Da könnten wir uns dann, wenn wir unterwegs sind, auch noch ein Bett bauen. Gut. Bäuerin, wir kommen. Du sollst die, die Tür von draußen zumachen. Mach dir zu. Jawohl, gut. Standort oben. Naja, gut. 32 Meter haben wir noch. Aber da muss doch hier vorne irgendwo der Eingang sein. Halt, jetzt nehme ich mal meinen Stab wieder. Her, du Drecksack, du kriegst auch noch einen Frack voll. So. Die Zeug. So, einen Haufen Fleisch haben wir jetzt wieder. Müssen wir irgendwann mal einen Grill anwerfen. So, hauen wir so eine Beere rein, jawohl. Wie viel haben wir denn überhaupt noch? Das werde ich mal umwechseln. 4 Heiltränke haben wir noch. Das tauschen wir mit den Stecken. Die Stecke kommen hier hoch. So. Die Bomben. Das Fleisch kommt hier runter. Die Bomben kommen hier hoch. Den Bogen, den Hammer. Alles klar. Gut. Hier vorne wird der Eingang sein. Standort oben. Ja, das ist klar. So, dann werden wir mal hier sehen. Ich würde sagen, die Krypta, die besteigen wir in der nächsten Folge. Wir gehen erstmal noch gemeinsam hier hoch. Und dann werden wir mal sehen, wo der Eingang ist. Das wird auch nicht so einfach sein, dass wir das so einfach reinspazieren können. Glaube ich nicht. Da werden wieder irgendwelche Gegner was dagegen haben, dass wir die erwecken. So, alles klar, meine Freunde. Ist ja keine Kugel. Och, da oben ist alles klar. Also, wenn wir hops gehen, sind wir hier. Alles klar, dann bis gleich.